Herr Lange, Herr Pott für die FDP, bitte. Herr Pott. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die Befürchtung der Linksfraktion, wir würden die soziale Lage der Studierenden aus dem Blick verlieren, war zur Einbringung nicht begründet und ist es auch heute. Ich denke, das zeigt unsere Beschlussempfehlung und das zeigt auch viele Dinge, die auf Bundesebene bereits auf den Weg gebracht wurden. Was da alles schon verabschiedet wurde, das habe ich bei der ersten Lesung bereits genau erläutert, möchte deswegen da jetzt nicht noch mal im Detail drauf eingehen. Aber in der Zwischenzeit hat sich ja trotzdem da auch noch ein bisschen was getan. Beispielsweise wurde eine weitere BAföG-Reform auf den Weg gebracht von der Bildungsministerin und damit gehen wir einen weiteren Schritt hin zu mehr Elternunabhängigkeit und einen weiteren Schritt hin, dann möglichst auch noch das elternunabhängige BAföG hinzubekommen. Und das ist ein guter Schritt, dass wir da vorankommen. In unserer Beschlussempfehlung haben wir uns vor allem auf das studentische Wohnen und die Studentenwerke fokussiert. Beispielsweise wollen wir das Programm Junges Wohnen des Bundes nutzen. Wir haben Zuschüsse für die Kompensation von persönlichen Notlagen im Haushalt vorgesehen und wollen diese verstetigen. Wir haben die Anhebung der Zuschüsse für den laufenden Betrieb bei den Studentenwerken im Haushalt eingebracht. Und wir sind uns, denke ich, darüber einig, dass möglichst viele Sachen auch verstetigt werden sollen. Dafür werden wir auch in Zukunft kämpfen und dran arbeiten. Wir sind uns auch darüber einig, zumindest in Großteilen, dass wir beim BAföG noch nicht am Ende angekommen sind. Wie gesagt, wir sind schon viele Schritte in dieser Legislatur auf Bundesebene gegangen hin zu einem elternunabhängigeren BAföG. Das sollte man an der Stelle auch mal betonen, dass wir da sehr große Schritte gemacht haben. Natürlich kann das immer noch mehr sein und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Also es passiert einiges und wir behalten die soziale Lage der Studierenden auch weiterhin im Blick. Bestes Beispiel, und da möchte ich auch dem Minister noch einmal ganz ausdrücklich danken, ist das praktische Jahr im Medizinstudium. Dort haben wir auf unsere Initiative hin das Ganze in den Ausschüssen behandelt und der Minister hat dankenswerterweise dann auch seinen Einfluss genutzt und das bei den Unikliniken angesprochen und wir konnten da zu einer Lösung kommen, dass der BAföG-Höchstsatz zum 1. April an den beiden Unikliniken in Sachsen-Anhalt gezahlt wird. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Wertschätzung auch der Arbeit, die dort geleistet wird und da möchte ich an der Stelle noch einmal ganz herzlich danken. Und falls das Argument kommen sollte, dass wir dort nur die Unikliniken im Blick haben, bereits erste Lehrkrankenhäuser haben auch nachgezogen, also da funktioniert der Markt und auch die werden den BAföG-Höchstsatz zahlen, teilweise gehen sie sogar ein bisschen drüber hinaus und auch da werden wir also weiterhin die soziale Lage der Studierenden im Blick haben. Wir stimmen der Beschlussempfehlung zu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Pott.